Es gibt nur wenige Wege, die zum Glück führen, aber der wichtigste und der beste ist... Hose aus, Schuhe aus. Oh, eine Ballistikmaske. Oh, wie cool ich jetzt aussehe. Also, Penis. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meiner ersten richtig aufgenommenen Runde. What the fuck? Was macht der? Warum kommt der zu mir? Nein. Players, Anna und Battlegrounds. Ich hab mir das gerade mal gemerkt, ne? Scheiße, wo wollte ich überhaupt hin? Wo ist mein Ziel? Ach Gott! Ich bin so weit weg noch. Ist hier bei mir irgendwas in der Nähe? Ich muss umplanen. Ich hab Scheiße gebaut. Okay, der eine fliegt darüber. Hinter mir ist auch einer. Hier sind also Leute in der Nähe. Shit, dude. I'm gonna die. Thank you, damn it, yeah. Was ist das für ein geiles Haus? Direkt oben mit einem ultra hohen Dach. Okay. Jetzt folgt auch schon endlich die richtige Aufnahme von dem Spiel. Das sollte eigentlich gestern schon kommen oder ich wollte das gestern machen. Aber da dachte ich mir, nee. Ich muss schon noch auch eine Runde CSGO machen. Bevor ihr alle schreit, was ist da los mit dem CSGO? Machst du das nicht mehr oder was? Ja, warum ist das hier so leer? Hä? What the f? War hier schon jemand drin? Nee, kann gar nicht sein. Ich bin doch der aller... Aha, ein verschimmeltes Hemd. Geil. Wisst ihr, es gibt eigentlich nur wenige Wege, die wirklich... Oh, da schießt einer. Da ist wahrscheinlich das andere Haus. Da hinten ballert einer rum. Ja, ich wollte sagen, es gibt nur wenige Wege, die zum Glück führen, aber der wichtigste und der beste ist... Hose aus, Schuhe aus. So, da bin ich einfach schon mal ich selbst. Sag mal, gestern kam ein Update, haben die irgendwie gepatcht, dass es keine Waffen mehr gibt oder sowas? Oder schwieriger nur noch Waffen zu finden gibt? What? Ey, wollt ihr mich verarschen? Normalerweise hat man nach ein paar Sekunden irgendwie... Was krasses am Start. Ja, super geil, Mann. Eine Mütze. Edel. Noch mehr Munition. Ach Gott, kann ich gut gebrauchen für meine verschissene Pistole. Ich bin immerhin im Kreis. Das passt ja schon mal. Aber das finde ich nicht gut, ne? Oder sind die Sachen jetzt irgendwie besser versteckt oder sowas? Ich habe als nächstes für uns ein kleines Häuschen da hinten angepeilt. Beziehungsweise drei kleine Häuschen. Wir schauen mal. Die rote Zone hat begonnen. Warum heißt das jetzt rote Zone? Ach so, die rote. Okay, alles klar. Die sind nicht weit weg, die sich da gegenseitig abmetzeln. Ich höre ständig Schüsse. Und dann sind da unten in den Todesanzeigen diverse Namen zu sehen. Und ich habe eine verschissene Pistole, Mann. Ist das nicht cool? Pistole hat man so große Chancen zu übernehmen, weißt du? Weil dich jeder... Oh, jawoll! Ich wollte gerade sagen, weil ich ja jeder direkt erstmal auslacht ziemlich lange und beim Lachen halt nicht schießen kann. Klar. Komm, wir laden mal alles nach. Ducken uns. Ach, fuck, das ist die mit Einzelschuss oder Feuerstoß. Ich habe dieses Feuerstoß ein paar Mal gespielt. Das ist echt zu kotzen. Also ich finde es wirklich scheiße, die Feuerstoßoption. Ich treffe damit gar nichts. Dann lieber Einzelschuss. Naja, gehen wir weiter. Von da vorne habe ich auch keine Schüsse gehört. Ich nehme an, da ist nicht viel los. Maximal ein Einzelner. Gucken wir mal kurz. Shit, Mann, ich habe ja noch nicht mal einen Scope. Habe ich irgendwas? Ich habe nichts dabei. Ich schleiche mich langsam in Unterhosen an dieses Haus heran. An diese zwei Häuser. Das sieht auch wieder sehr interessant aus. Aber ich denke, hier in diesem Großen gibt es viel zu holen. Sofern da noch niemand drin war, ne? Fuck, da ist einer. Der rennt in das kleine Haus rein, okay. Ich gucke, dass ich ihn direkt abknall, bevor ich hier Stress bekomme. Soll ich im Haus drin warten? Ich weiß es nicht. Jetzt könnte er mich sehen, wenn ich hier großartig rumlaufe. Er steht da drin rum und hat eine Pump aufgesammelt. Ich werde jetzt in das Haus hier reingehen, in die Garage und hoffen, dass er mich nicht hört und ihn so ein bisschen von oben ausspähen. Krass, das ist ein großes Haus. Jetzt kommt er. Achtung. Gut. War gemein, ja? Aber was soll's? Machen wir mal zu. Kann ich die Tür nicht zumachen? Bevor mich einer... Jawohl. Guck, wie er da liegt. Shit. Die Hand vorm Gesicht. Bitte nicht. Ein Vierfachvisier ist sehr gut. Rotpunkt brauchen wir nicht wirklich. Was hat er für Wummen gehabt? Oh, shit, Mann. Guck mal da, eine Ska-L. Sehr schön. Die werde ich ihm einfach mal genüsslich... Oh, eine Ballistikmaske. Oh, wie cool ich jetzt aussehe. Also, Penis. Ich habe echt Glück gehabt, dass er noch nicht mal irgendwie ein Auge auf mich werfen konnte, weil ich ja auch noch keine Rüstung oder irgendwas habe. Dann kommt die Polizeiweste, nehme ich halt mit, auch wenn sie angeschossen ist durch mich, ja. Erste-Hilfe-Koffer, sehr gut, Verband. Oh, ein Schalli, cool, den mache ich auf meine Sniper. Jawohl, und ein Militärhelm, also jetzt geht's aber los. Leute, wir sind ausgerüstet ohne Ende. Also ich habe jetzt echt gute Chancen, würde ich mal so behaupten, hier durchzukommen. Wir sind noch im Kreis, das passt, wir sind so ein bisschen entfernt von der Stadt. Wir können uns also auch auf die Lauer legen und die Stadt ein bisschen unsicher machen. Da drüben hat er mir ja schon alles hergebracht praktisch von dort. Was haben wir denn hier? Ah, eine Gasmaske? Nee, will ich jetzt nicht zwingend nehmen. Wir gehen mal hier in die Ecke, hier kann man ganz gut stehen. Wir gucken mal, ob da hinten einer kommt. Denn jetzt bin ich in der Lage, in der er eben war. Ich weiß nicht, ob jemand in der Nähe ist, der mich vielleicht gerade abaimt. Ich kann also noch nicht frei verschieben. Ich muss erst ein bisschen das Gelände abchecken. Okay, da unten ist nichts. Da vorne schießt was in der Stadt. Also ich denke schon, dass die Stadt das nächste Ziel ist, aber wir müssen uns echt genau umgucken, dass hier nirgendwo einer steht, der wartet. Ich bräuchte noch einen fetteren Rucksack. Naja, wir gehen jetzt mal los. Genug geguckt. Ich hoffe halt, dass wir es nicht so schnell verrecken, weil ich möchte gerne eine Aufnahme draus machen. Aha. Na, okay, schade. Ich dachte, das wäre ein Spielerauto. Das könnte ich anpeilen da hinten, die Sache hier. Wir könnten über die Insel gehen. Oh ja, ich muss dahin. Okay. Ja, ich will hier draus eine Aufnahme machen und jetzt nicht zwingend noch was hinten dran quetschen. Weil ich auch nicht so viel Zeit habe jetzt im Moment, ne? Sonst kommt das Video wieder unpünktlich. Ich denke, es kommt jetzt schon unpünktlich. Ah, oh, Mann, muss ich hier etwa über den Zaun... Ah, sehr gut. Halt!
Ist was gefahren? Hier irgendwo fährt ein Auto? Ah, Flugzeug. Okay. Habe ich jetzt schwören können, ich habe auch ein Auto gehört. Noch zusätzlich. Also wir peilen das ja drüben an. Oh shit, wir sind im roten Bereich. Oh fuck, nee, ich muss hier raus. Ich muss wieder ins Haus rein, das Bombardement abwarten, sonst sind wir genudelt. Das ist mir noch nie passiert, dass ich im Bombardement gestorben bin, deswegen will ich das jetzt auch nicht hier im Video haben. Und schon geht's los. Gerade mal pünktlich hier reingerannt. Ich denke mal, das sorgt zumindest dafür, dass hier niemand außen rumrennt. Möglicherweise haben ein paar den roten Bereich noch verlassen. Wir können also hoffentlich möglichst chillig. Da läuft einer. Ja, okay, gut, den müssen wir im Auge behalten. Mach ich von oben. So, und da ist er down. Kritisch. Ich sag's noch, dass jetzt höchstwahrscheinlich niemand mehr kommt. Was passiert in dem Moment, wo ich sage, läuft hier jemand durch das Bombardement durch? Das ist das Eklige am Spiel, aber zugleich auch das Coole, weil man eben dadurch auch viele Kills bekommt, aber auch selbst schnell stirbt. Und zwar, dass man halt einfach... Es ist so eine große Spielwelt. Die Leute können überall sein und... Du läufst immer Gefahr, dass du gesehen wirst. Er hat wohl schon verstanden, woher ich kam, also er hat es wohl ungefähr rausgehört, nehme ich an. Aber sich dann direkt so öffentlich oder offensichtlich oder offen wieder hinzustellen gegen jemanden, der auf einen schießt. Ich würde hinterm Baum warten, beziehungsweise mich weiter von dem Schießenden entfernen. Also so, dass der Baum halt zwischen mir und dem Schießenden ist. Wenn man denn die Möglichkeit hat, sowas umzusetzen. Immer mal wieder innehalten an einem Stein oder sowas und sich ein bisschen umgucken. Vor allem, wenn jetzt jemand hinter mir ins Haus reinkommt, bin ich ein bisschen angeschissen. Der Schalli war eben ziemlich cool. Oh. Der Schalli hat geholfen, finde ich. Also ich hoffe, dass der Schalli geholfen hat. Wenn man selbst damit schießt, denkt man ja, naja, so richtig gedämpft klingt es nicht. Aber ich denke, die Leute hören es nicht weit nach außen hin. Also so wie eben die Wirkung von einem Schalldämpfer auch sein sollte. Und das ist gut. Ich glaube, ich tauche hier am besten, damit ich noch besser oder weniger gesehen werde. Damit ich besser gesehen werde, damit ich besser nicht gesehen werde. So. Obwohl man sieht von oben, glaube ich, diese Züge, die ich mache. Ne? Naja, komm, wir gehen hier kurz auf die Insel. Nochmal ganz kurz gucken. Ich hoffe, dass niemand mehr hinter mir ist. Ich bin jetzt auch so weit im Bereich des Machbaren. Ha, ist da oben einer, bestimmt nur der Baum. Das Blaue kommt auch schon. Ich schwimme jetzt schnell rüber. Ich will jetzt dann doch in Sicherheit sein, also beziehungsweise in einem Haus sein. Aber es läuft ganz gut, oder? Wir haben schon zwei Leute getötet. 36 sind noch alive. Ich denke, das Haus davon ist safe. Das Blaue hat es jetzt gleich geschafft. So, jetzt genau gucken. Ich will gleich langsam machen, sobald wir hier diesen Hügel erreicht haben. Und jetzt schleichen wir uns mal ran an die Schose. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ich denke, die Brücke ist vielleicht ein guter Punkt, um überwacht zu werden. Ich will das Haus erst abchecken. Das ist mir gerade mal zu unsafe hier. Oh ja, da ist ein Auto. Ich denke nicht, dass hier jemand ist. Wir gehen mal rein und checken dann alles von drinnen aus. Ja, das gleiche Haus wie eben. Alles klar. So, wir müssen das Haus sichern. Und dann gehen wir in die Aufgabe. Gerade wenn jemand hier mit der Third Person rumsitzt, bist du eigentlich sauschnell geliefert, weil man halt um die Ecken gucken kann und so. Und wir höchstwahrscheinlich erwartet werden. Aber natürlich nutze ich die Eckenschauung auch. Okay. Also hier war auf jeden Fall schon jemand. Das ist alles weg. Bevor ich weitergehen kann, muss ich noch kurz alles sichern. Okay, ich denke nicht, dass oben... jemand auf dem Dach ist. Also da oben kommen wir her. Das Blaue kommt gleich in 30 Sekunden. Ich werde jetzt wieder runtergehen und hoffen, dass hier einfach niemand mehr steht, der mich jetzt blöd ummacht. So wie ich den anderen oder die anderen zwei umgemacht habe eigentlich. Die waren ja beide ziemlich ersneakt. In 10 Sekunden. Scheiße. Ich werde schon ein bisschen Damage fressen wahrscheinlich. Und da kommt die blaue Suppe schon näher. Ich würde sagen, wir peilen hier mal irgendwas... Oh, wir müssen sehr weit fahren. Wir peilen das hier an. Wir brettern einfach mal über die... Berge, oder? Und wir fahren, 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 fahren mit Speed im Schritt. Das Blaue ist echt schnell. Warum ist es so sackschnell? Was geht ab? Oh, wir sind noch voll weit weg vom Weißen. Shit. Ich fahre aber auch wie ein Vollidiot, ne? Okay, schnell den Berg hoch. Da oben ist auch schon das Weiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schwache Leistung. Auto vielleicht, wenn wir schneller, wenn ich laufe. Oh Gott, das Blaue! Das ist voll angeknabbert. Scheiß Ding, der Blade. Okay, wir müssen noch weiter in die Mitte. Ich hoffe, dass da niemand ist. Ich fahre jetzt direkt in die Mitte des letzten oder höchstwahrscheinlich letzten weißen Kreises. Noch 23 Leute alive. Okay, ich wage es und nehme das da. Ich will jetzt auch nicht großartig herumsneaken. Also eigentlich wäre es gut, weil mit dem Auto ist es echt Wahnsinn, weil ich ja sofort eigentlich erkannt werde. Tür ist offen. Beide Türen sind offen. Hier wurde jemand gekillt. Wir schließen mal alles. Gut, da oben ist jemand. Das heißt, die sind hier oben. Später liegt es hier nicht mehr im Kreis. Da werden sie dann Probleme bekommen. Ah, das sind Schüsse. Ich dachte ganz kurz, das wären alles Bewegungen. Die Tür ist offen. Warum lassen die Leute alles offen? Gut, jetzt werde ich nicht gehört. Go, 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 go. Okay. Also wir können hier schon mal ein bisschen aimen. Ich denke, wir stehen ganz gut. Ach, Platz 17, Mensch, ey. Was will ich mehr? Schauen wir uns hier mal ein bisschen um, nicht wahr? Ich altes Arschloch. Na gut, ich meine, das ist halt strategische Spielweise, weißt du? Strategisches Warten, so nennt man das. Die sind wahrscheinlich noch hier drin. Bei diesen zwei großen Dingern. Und jetzt kommen sie gleich voller Hektik hier durchgerannt. Aha. Ah, fuck, das ist das Blaue. Sehr gut, ich kann die blaue Wand von hier sehen. Das ist der abnormal krasse Mofucker-Kreis hier. Jawohl, schaut mal, schaut mal. Ich sitze fast im Zentrum. Ich habe Glück gehabt. Ich habe kurz überlegt, ob wir nicht dahin gehen sollen, aber optimal. Diese zwei Fenster sind halt ein bisschen kacke. Da kann jemand hier reinschießen aus einem gewissen Winkel. Also von hier hinten, schräg. Aber auch nur, wenn ich blöd stehe. So sollte mich eigentlich nichts treffen können, genau. Weil da oben schießen sie ultra um sich.
Okay, es ist jemand saunah bei mir. Das Gute ist, dass wir kein Auto mehr brauchen. Wir haben ja jetzt erstmal alles erledigt. Also die Fahrten, das war's jetzt. Ich werde über die Videos hinweg verschiedene Taktiken probieren, auch mit Wolle natürlich zusammen. Unter anderem eben direkt in die größte Stadt, wo sich alle hinbegeben. So, was mache ich jetzt? Er sitzt direkt am Rand hinter dem Baum. Er kriecht da hinten so ein bisschen rum. Jetzt direkt auf mich aufmerksam zu machen bei 12 Leuten ist vielleicht noch ein bisschen blöd. Gut, je nachdem, was er für eine Waffe hat, kann er mich auch abaimen. Es kommt ein Auto zu mir gefahren. Scheiße, okay. Schnell die Tür aufmachen. Okay, alles klar. Er kommt, er kommt. Scheiße, Mann. Er ist direkt close. Er geht runter, okay. Er ist wieder runtergegangen. Ich denke, er versucht aus dem anderen Winkel. Und da ist er tot. Was war das, Mann? Ich denke, ich konnte ihn so ein bisschen treiben, weil er sich verstecken wollte natürlich. Also, ne, hier draußen geht gerade voll die Post ab. Sieht gut aus, sieht echt gut aus. Ich sitz ultramäßig im allerletzten Codekreis. Da ist einer. Ja, bin echt ein kleiner Strolch, ne? Das Blaue kommt jetzt. So, wo seid ihr, ha? Habt ihr euch versteckelt, Jungs? Der Kreis ist noch kleiner geworden. Das ist wirklich ein bisschen frech. Ja, ich muss jetzt raus. Ich muss versuchen, in den blauen Bereich zu kommen und die letzten zwei Kills zu machen. In den weißen Bereich. Ich muss in den blauen Bereich kommen. Das klingt nach einem hervorragenden Plan. Gerade der blaue Bereich ist ja zu dieser Jahreszeit sehr schön, ne? Darfst du nicht vergessen. Pagemas. Das ungute Gefühl, dass in dem Haus auch jemand ist. Jawohl. Die zwei letzten beschießen sich. Optimal. Aber ich sehe sie nicht. Fuck, Mann. Blaue kommt. Ich muss schnell in den weißen Kreis. Da ist er. Okay, alles klar. Bin im weißen Kreis drin. Ah, fuck. Nein. Ah. Nein, er kriegt mich noch. Ich war direkt an der verschissenen Kante, Mann. Will er mich verarschen? Ich war an der Kante von dem Baum. Ja, jetzt habe ich halt einfach die Arschkarte gezogen, weil ich derjenige war, der den dritten gekillt hat. Ich habe eigentlich gehofft, dass der eine den dritten killt und damit seine Position preisgibt. Ich wusste ja, wo er ist. Also Himmelsrichtung technisch, aber... Gott, was für ein spannendes Spieler, der leckt mich am Ärmel. 5 Kills, gut. Das war bis jetzt mein bestes Spiel. 2. Platz, Optimobble. Ich werde noch so eine Kiste aufmachen. Hier ist die Kiste. Und sie ist geöffnet. Was war da jetzt drin? Er kam. Ach, super. Komm, wir machen noch eins auf. Jawoll. Ein blutiges Tanktop. Das rundet meinen Look total ab. Das war echt ein extrem spannendes Spiel, vor allem zum Ende hin. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie eure Taktiken so sind bei dem Spiel. Also das war jetzt eben meine taktische Vorgehensweise. Eher langsam machen, alles abdecken und dann vorrennen, bevor man blöd im Kugelhagel stirbt. Das ist im Moment noch meine meistgespielte Taktik, wobei ich auch schon diverse Runden erfolgreich gespielt habe, in denen ich aggressiv gespielt habe. Also möglichst aggressiv, direkt mit vielen Leuten zusammen abspringen. Wenn du da halt eine Waffe hast, also so als Erster, und da 3, 4 sind, die keine haben, hast du halt echt gute Chancen, dann direkt das Auto nehmen und in die nächste Stadt, um dich ultra aufzubauen. Aber ich bin auch recht zufrieden mit der aktuellen Taktik, vor allem eben, weil ich damit jetzt Platz 2 erreicht habe. Das ist, ja, wie gesagt, der beste Platz, den ich jemals hatte. Wenn euch das Spiel hier gefällt, dann lasst es mich einfach wissen, damit ich weiß, wie oft ich es bringen soll, kann und hin und her, wie gut es eben funktioniert, wie gut es läuft. Ja, soweit, so gut. Morgen ist wieder Livestream um 19.30 Uhr. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr auf Twitch und auf YouTube. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! War geil die Runde, war geil die Runde! Ich will mich kurz unscharf machen, warte. Kriegst nicht gebacken, Scheiße. Ciao!